Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Sache auf meinem Kanal, nämlich die erste Servervorstellung auf meinem Kanal Ingenieurs LP. Ja, heute gibt es den Server Gcraft oder Gcraft und ja, dies ist ein toller Server, den man auf der 1.7.2 spielt. Da sieht man es schon. Hier ist sogar schon noch der Owner online. Ja, und das FFM und Shootcrafting ist auch nochmal ganz weit oben. Und ja, kurz mal zu erklären, dieser Server ist eigentlich so eine Art Survival-Server, wo man verschiedene Sachen machen kann. Zuerst, wenn ihr auf diesen Server kommt, dann werdet ihr in ein Dings, in Raum geportet, wo ihr euer Passwort eingeben müsst. Zum Beispiel, ich gebe das jetzt mal kurz hier ein, da muss man hier sagen, Register und dann sein Passwort. Ich gebe jetzt einfach mal hier ein Passwort und dann nochmal Passwort, also euer Passwort. Das müsst ihr euch dann merken und damit müsst ihr euch registrieren. Gut, schon mal das erklärt. Was ist das für eine Art von Server? Dieser Server ist ein Survival-Server, wo man verschiedene Sachen machen kann. Man kann hier PvP machen, also zur Spielhalle, zu der Stadt, wo man noch Häuser finden kann, wo nützliche Dinge in Truhen zu finden sind und so weiter und so fort. Das zeigen wir euch alles gleich nochmal. Hier ist die Grundstückswelt, da kann man euer eigenes Haus bauen und die Materialien für das Haus bekommt ihr in der Farmwelt. So, diese Farmwelt, das ist das erste, was ich euch mal zeigen werde. Ihr bekommt diese Items, wenn ihr eingeloggt seid. Dann müsst ihr als erstes euch auch nochmal freischalten. Wenn ihr halt das Register gemacht habt, kommt ihr in diesen, ich weiß es nochmal genau, in diesen Raum hier. Hier stehen dann verschiedene Regeln drin. Zum Beispiel hier Tafel 1. Auf unserem Server gibt es Regeln. Besuche bitte folgende Seite und lies dir die Regeln sämtliche Hinweise durch. Regeln gcraft.de. Dann machen wir das einmal ganz schnell. Öffnen wir mal hier Internet. So. Werde ich euch mal ganz schnell auch mal die Seite zeigen. So. Daher ist sie. So, wenn ihr hier auf diesen auf dieser Seite angekommen seid, stehen hier unsere Regeln, zum Beispiel das Team und unser Server. Sehr, sehr viele, Informationen. Das ist einfach ganz wichtig. Ich kann das hier mal ganz schnell schließen. Hier findet ihr halt jede Information über den Server. Hier könnt ihr auch Premium erlangen und euch hier anmelden. Gut, hier stehen auch dann die Regeln. Tafel 2. Du findest am Spawn 4 Portale. Das habe ich ja schon gezeigt. Beim ersten kommst du zur Grundstückswelt, wo du dein Haus bauen kannst. Als Member 1, als normaler Member, kannst du ein Grundstück erlangen. Wenn du aber Premium bist, bekommst du sogar 3. Beachte, dass du nicht von deinem Tier absitzen sollst, wenn du nicht auf deinem Grundstück bist. Sichere deine Türen und Tore mit den Befehlen C privat. Das ist ganz wichtig, wenn ihr Sachen habt, können die Leute auf eure Grundstücke gehen und dann einfach sagen, ich will jetzt die Kiste haben und dann müsst ihr einfach diesen Befehl hier eingeben. Ich gebe es einfach mal ganz kurz zur Demonstration ein. Und dann müsst ihr Rechtsklick machen und dann steht halt bei mir, do you not own that sign, weil es halt keine Truhe ist und mir nicht gehört, aber das müsst ihr dann eingeben und so auch machen, mit Rechtsklick dann auch draufklicken. So, Tafel 3. Mit dem zweiten Portal kommst du zu der Farmwelt, wo du deine Rohstoffe erfahren kannst. Die Welt wurde monatlich resettet. Das habe ich ja auch schon erzählt. Das mit dem Resetten wusste ich jetzt auch noch nicht. Das ist aber eigentlich sehr unwichtig. So, Tafel 4. Durch das dritte Portal bekommst du zur Spielhalle, wo du verschiedene Arten von Spielen findest. Von PvP zu PvE und von allem, was dabei zugehört. So. Das waren die Informationen zum PvP. Ich werde auch gleich erstmal alles mal zeigen. So, Tafel 5. Die Portale zum End und Nether findest du beim Spawn. Sowie andere Hinweise und das schwarze Brett. Mit dem schwarzen Brett stehen viele Informationen drauf, den ihr über den Server braucht.
So, Tafel 6, die größte. Durch das vierte Portal kommst du in die Stadt. Dort herrscht die größte Apokalypse. Du findest dort viele Gebäude wie Häuser oder das Freibad oder zum Beispiel auch der Baumarkt, die du dir anschauen kannst und mit unserer Währung den Cheese-Items kaufen kannst. In den Häusern und Gebäuden spawnen aber auch regelmäßig in den Truhen nützliche Sachen. Doch Vorsicht, du bist nicht allein dort. Richtig. Also zuerst mal, die Währung auf G-Craft ist Cheese oder Cheese oder wie man es nennen will. Hier steht es auch nochmal drauf, ganz oben links auf dem Schild. Und ja, du kannst in die Stadt gelangen, das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen, um ja halt da Kisten oder sowas zu finden. Diese Stadt da wurde alles komplett von den Leuten auf G-Craft eröffnet, also quasi gebaut, und da herrscht auch ziemlich viel Liebe drin in der ganzen Aufbauung. So, Tafel 7. Du verdienst G's durch Freunde auf den Servern, durch Freunden auf den Server einladen, voten und Sachen verkaufen. Wirst du gekillt, somit überfallen, bekommt der Gegner 10% deines Gelds. Dies gilt jedoch nicht in Spielen, sondern nur in der Stadt. Das soll heißen, in der Farmwelt kannst du keine Leute töten, sondern du kannst sie nur, oder auch hier in den Grundstücken auch nicht, und auch nicht, ja, PvP, dann herrscht die Regel nicht, oder, ja, und du kannst sie nur in der Stadt töten. Ich würde euch aber raten, nicht Leute zu töten, die gar nichts haben. Das ist nämlich sehr assi. So, Tafel 8. Stirbst du, liegen deine Sachen deines Inventars dort, wo du gestorben bist. Bist du schnell, kannst du sie wieder einsammeln. Sei vorsichtig. Genau, da müsst ihr einfach ganz gut aufpassen, dass ihr einfach nicht, wie soll man es sagen, wenn ihr nichts habt, also eure Items holen wollt, dann habt ihr ja nichts dabei. Und so müsst ihr halt nochmal die Sachen holen. Und das ist ziemlich schwer, weil dort laufen noch Zombies und Gegner rum. Und vor allem auch die Spieler. So, Tafel 9. Kennst du unseren Server von einem Freund? Er wird sich freuen, wenn du ihm als Promoter angibst /ReadyMCCode oder M-Code, sein MC-Name. Genau. Das ist eigentlich... Das ist wichtig für die Server-Community, aber euch, für euch so noch gar nicht so. So, Tafel 10. Falls du noch weitere Fragen hast oder Probleme, schreib bitte in den Chat /Hilfe. Sollte deine Frage oder Problem nicht geklärt werden, frage uns einfach. Genau, dann schreibt ihr hier einfach in unseren Chat einfach rein, wie ihr ja, das einfach machen könnt. So, wie das einfach funktioniert. So. Da kann man es ja beim Message erstmal eingeben zur Demonstration. Hier kann man verschiedene Sachen sehen, wie man einen Spieler melden soll, wie ich auf die Regeln zukomme, ob das Keep Inventory an ist, das heißt, ob ich die Items, wie heißt es, ja, behalte, wenn ich sterbe und meine Level. Das kennen wir, glaube ich, auch schon aus Electrocraft oder so. Wie verdiene ich Cheese? Genau. Wie gebe ich einem Spieler Recht auf meinem Grundstück, dass man auch Sachen nehmen kann? Wie viel kostet Premium und was habe ich davon? Wie vote ich? Wo hostet ihr? Ich bin YouTuber. Genau. Das werde ich einfach mal ganz schnell eingeben. YouTuber. So. Wir vergeben den YouTube-Rang ab 100 Abonnenten. Gerne kannst du uns auf dem Server auf einem Kanal vorstellen und Let's Playen. Auch wenn du die Abonnenten... Auch wenn du nicht die Abonnenten hast. Mit dem YouTuber-Rang hast du Zugriff auf alle Spiele und Bereiche, die Spieler nicht bekommen können. So, wir haben im Moment nur 57 Abonnenten. Stand 22.03. Vielleicht, wenn wir die 100 Abonnenten knacken, was ich glaube ich gar nicht so wirklich glaube, dann bekommen wir halt hier auch den YouTuber-Rang. So, danke fürs Durchgehen. Wir wünschen dir viel Spaß. Geh nun weiter und hole dir zum Freischalten deinen Ausweis am Rathaus. So, den haben wir schon. Da können wir auch nochmal klicken. Und hier, ja. Hier, ich kann das mal ganz schnell demonstrieren. Hier kommt man an. Wenn man auf dem Server joint, da muss man das ja natürlich eingeben, habe ich ja schon gezeigt. Man darf nur auf der 1.7 hier drauf spielen. Hier kann man den Tutorial-Pfad sehen. Das haben wir ja schon gesehen.
und geh nun ins Rathaus und hol dir deinen Ausweis. Das habe ich schon. Da kann ich aber nochmal ganz schnell reingehen, um euch das nochmal zu zeigen. So. Da sieht man es auch nochmal. Alle Gebäude sind komplett von uns gebaut worden. Genau. Hier kriegt man nochmal den Ausweis. Das habe ich jetzt zwei Stück. Und jetzt sind wir wieder am Spawn. Dann schmeiße ich einen mal weg. So. Gut. Jetzt gehen wir mal zur Farmwelt. Denn dort bekommt ihr eure ersten Rohstoffe. Mit diesen Rohstoffen könnt ihr dann zum Beispiel in eurer Grundstückswelt Sachen abbauen. So, willkommen in der Farmwelt. Hier farmst du deine Rohstoffe und kannst auf Zombiejagd gehen. Die Welt wird monatlich resettet. Zurück mit Spawn. Genau. Für keine Ahnung. Das ist alles gemacht. Gut, dann sehen wir hier verschiedene Sachen. Hier hat man sogar auch eine unnötige Tür. Hier ist es das Wichtigste, dass ihr einfach farmen könnt. So. Gehen wir wieder zurück. Dann zeige ich nochmal euch das Weitere. Zum Beispiel die PvP-Arena. In der PvP-Arena, ich musste mal ganz schön was essen. So. PvP-Arena könnt ihr verschiedene Sachen spielen. Nämlich, man hat jetzt viele Auswahl. Zu den PvP-Arenen. Die normalen PvP-Arenen. Und hier nochmal die Minispiele. Also die Games. Jump'n'Run, Bogenschießen, Mob-Arena, Paintball, Enderwar, Labyrinth, Skyblock und 1 gegen 1. Und dann noch ein weiteres, was dazukommen wird. Ja, das ist hier ein schönes Spiel. Man kann jetzt zum Beispiel auch nochmal zu Mob-Arena gehen. Zum Beispiel. Und dann kriegen wir hier: Willkommen zu Mob-Arena. Modernen Member. Wähle die Arena. So, dann gehen wir hier zur Arena. Wo denn die Arena ist. So, jetzt haben wir hier, jetzt können wir hier einen Tank zum Beispiel auswählen und klicken auf Bereit. Oder, ja, so. So, jetzt müssten irgendwo Zombies kommen und wir müssen sie töten. Und es wird vielleicht auch so sein, dass ich später auch mit den Minecraft-Minispielen hier drauf spielen werde. Und dann, ja, hier ein paar Minispiele drauf spielen werde. Weil das sonst halt nicht wirklich so ist. Dass hier, ja, diese Minigames sind halt perfekt eigentlich für die Minecraft-Minispiele. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste. So, ich kann ja nur mal ein bisschen töten, aber das wird jetzt nicht viel bringen. Ich kann jetzt wieder auf Slash Spawn gehen. So, du kannst diesen Befehl in der Arena nicht nutzen. Geil. Das heißt, ich kämpfe jetzt hier die ganze Zeit. Gut. Das ist geil. Dann mache ich hier einmal einen ganz schnellen Schnitt und warte, bis wir hier raus sind. Also, bis gleich. Nun gut. Jetzt sind wir wieder weg aus der Mob-Arena und ja, man kommt halt hier nur raus, wenn man stirbt. Und das habe ich gerade auch gemacht. Jetzt klicken wir auf Spiel verlassen und wir sind wieder hier. Haben jetzt ein paar Sachen bekommen. Geil. Dann war es das mit den Minispielen. Dann gehen wir wieder auf Slash Spawn und dann zeige ich euch mal die Grundstückswelt oder zuerst mal die Stadt. In der Stadt, wie gesagt, könnt ihr auch Truhen finden, wo ihr verschiedene Rohstoffe findet. Das Wichtigste eigentlich hierbei ist nur, dass ihr hier nochmal ein paar Hinweise bekommt. Zum Beispiel in der Stadt heißt Apokalypse. Du steigst aus einem Bus aus und befindest dich im Stadtanfang. Du wirst viele Gebäude und Häuser finden. Zum Beispiel ein Baumarkt, Freibad oder eine Baustelle. Du kannst in der Baustelle, in der Stadt somit Rohstoffe kaufen und andere Aktivitäten in den kaufen und andere Aktivitäten. In den Häusern und Gebäuden spawnt alle 6 Stunden Loot. Doch Obacht, auch andere Spieler haben daran Interesse. Bewege dich Vorsicht voran. PvP ist in der Stadt aktiviert. Aktiviert. In Gebäuden, wo du einkaufen kannst, jedoch nicht. Auch erkennbar an Meldungen in den Chat. Du kannst die Stadt nun verlassen, indem du wieder in den Bus steigst. So, dann wenn wir hier wieder reingehen, dann würden wir jetzt einfach wieder zurückkommen. Das, was ich gerade aufgesammelt habe, war ein Osterei. Es ist das Osterei-Event und das ist schon das zweite, das ich aufgesammelt habe. Es gibt insgesamt 101 und wir haben gerade mal 2 gefunden. Eigentlich im Moment so gar keins.
Man kann hier zum Beispiel ein bisschen durchgehen und nach Kisten suchen. Das werde ich jetzt eigentlich nicht machen, denn das gehört ja nicht zur Servervorstellung. Ich will ja nicht alles wirklich zeigen, damit ihr auch ein bisschen noch entdecken könnt. Deswegen sagen wir jetzt einfach nochmal Spawn oder wir müssen nochmal in den Bus steigen. Habe ich irgendwie nicht gelesen, doch. Gut, laufen wir wieder zurück. Auf jeden Fall könnt ihr hier Sachen finden, das ist das Wichtigste. So, gehen wir wieder zurück und sind wir wieder zurück. Nun, das Letzte, was ich zeigen möchte, ist die Grundstückswelt. Hier können wir unser eigenes Grundstück holen. Zum Beispiel können wir uns ein Grundstück kaufen. Oder wir können wieder auch hier zurückbekommen. Oder wir können uns zu unserem Grundstück uns porten lassen. Hier sehen wir schon verschiedene Bauwerke. Wir werden hier vielleicht auch nochmal ein Let's Play auf diesem Kanal machen. Ich weiß es nicht genau. Deswegen, ja, werden wir vielleicht hier auch ein Let's Play drauf machen, aber ich bin halt nicht wirklich der Typ, der so mit Grundstücken sowas arbeitet. So, dann sagen wir nochmal hier / Grundstücke und hier fehlen mir nochmal ein paar Sachen. C Privat kennen wir schon und dann hier nochmal. Schreibe dazu C Privat und mache einen Linksklick auf das Tor. Ja, wissen wir ja schon. Damit ein bestimmter Spieler nicht auf dein Grundstück kann, gebe / P Danny Name ein. Dein Grundstück kannst du mit dem Befehl P Reset zurücksetzen, wenn du darauf stehst. Dabei wird alles, was so drauf steht, gelöscht. Solltest du eine lange Zeit nicht mehr online sein oder eine Abwesenheitsnachricht, wird dein Grundstück ebenfalls gelöscht. So, das ist ganz wichtig, wenn ihr nicht mehr lange drauf spielt, dann wird automatisch euer Grundstück gelöscht. Das heißt, ihr seid quasi gezwungen, hier oft drauf zu spielen. So, Grundstück Seite 2. Grundstück kaufen, 50 Cheese. Spielerrechte geben, 75 Cheese. Spielerrechte entziehen, 10 Cheese. Grundstücke an Spieler verkaufen, 500 Cheese. Und Grundstücke zurücksetzen, auch 500 Cheese. Das heißt, alles, was ihr macht, kostet. Dazu müsst ihr halt ziemlich viele Sachen verkaufen. Zum Beispiel in der Farmwelt könnt ihr eure eigenen Rohstoffe, die ihr nicht braucht, zum Beispiel Stein oder Erde, was eigentlich nicht so einen hohen Wert hat, aber auch verkaufen. Das ist das Wichtigste. So, ich hoffe, es hat euch gefallen von der Servervorstellung. Es war meine erste, deswegen gebt mir ein bisschen Kritik, damit ich in der nächsten etwas Besseres machen kann. Und ja, dann... die weiteren Informationen zum Server sind nochmal in der Beschreibung verlinkt. Hier müsste eigentlich auch nochmal ein Link eingeblendet sein zum offiziellen Trailer des Servers, wo auch nochmal so eine kleine Servervorstellung dabei ist, wenn ihr noch ein paar Fragen hattet und halt ist halt ein bisschen besser strukturiert, so wie jetzt. Gut, verabschiede ich mich jetzt von hier und würde sagen, tschüss!